Der Wallenstädtner Festnachtsumzug 2020. Einer der letzten, der vor der Corona-Absage überhaupt noch möglich war. Aber die Fasnacht ist trotz dieser Corona-Schutzbestimmungen und der fast Unmöglichkeit von einer richtigen Durchführung der Fasnacht in den Köpfen geblieben. Ganz tief in den Herzen. Da steckt unglaublich viel Herzblut, Engagement und auch viel Können dahinter. Wenn nämlich der Stadtner Umzug vom See her Richtung Bahnhof startet, dann haben die Wagenbaugruppen schon tausende von Stunden geschafft. Wallenstadt ist schweizweit, wenn nicht weltweit, das Wagenbau-Mekka. Wir haben 9 Baugruppen begleitet, so gut wie es halt möglich war bei diesem Engagement, Tag und Nacht, der Wochenende und wenn es immer halt gerade einmal gegangen ist, am Schluss dann ohnehin. Ja, und wir haben das Beste gegeben, um halt Impressionen einzufangen. Wir können lange nicht alles zeigen, aber Ausschnitt davon einmal ganz sicher. Das ist unser erster Beitrag von verschiedenen Beiträgen jetzt Anfang Januar bei den Rüssler, bei der Männerigi und beim TV. Ein verregneter Samstag im Januar 2020 war es. Du bist ein hoher Sport oben, wenn du gehst, oder? Nein, das läuft nicht oben. Logisch, musst du ja auch, gell? Ja. Kannst du ja, mein, wenn alles so bewölkt ist. Ja, gell? Ja. Hey, Bierli fehlt! Wer trinkt denn ein Bier? Ja, sag du, ja, da komisch, hä? Ja. Ah, da sind wir. Oh, der Schwein. Mit der Kamera ist ein ganz wichtiger Mann, aber den müssen wir auch nicht beachten, weil der ist einfach da und er ist bei allen Gruppen. Jetzt haben wir heute. Jetzt können wir über eine Geschwuche da. Was? Was hast du? Ja, Plan. Ja, hast du einen Baueingang gemacht, oder? Nein, das habe ich noch nicht. Keule. Ja, da haben wir es zu, hä? Ja, wissen wir, was wir machen. Ja. Meinst du, kannst du da durchsetzen? Ja. Hä? Nein, ich muss mich nicht durchsetzen. Es sind andere der Chef. Aha. Ich bin der Fasnacht und der Chef, der Oberst. Aber jetzt hier nicht. Nein, du darfst nicht überall der Chef sein. Da schaffst du noch Bahn. Ja. Da bin ich angestellt. Handlanger, Gango. Wer ist denn da der Chef? Der Chef, den haben wir hier. Chef gibt es bei uns eigentlich keinen. Du bist der Chef? Ja, ja, sagt man ja. Aber ist das schwierig mit einer Gruppe, gell? Nein, nein, ist nicht schwierig. Nicht? Nein, nein, wir brauchen jedes Glied, dass es läuft. Das ist ein Team. Ja. Du, wie hast du die Pläne gemacht? Einfach mit deiner eigenen Idee? Nein, da haben wir besprochen und dann schon? Ja, haben wir eine Sitzung gehabt, zuerst besprochen und dann habe ich mal einen Vorschlag gemacht und jetzt bringst du noch. Und jetzt bringe ich es, jetzt zeige ich, was wir machen. Oder? Und da kann es sein, dass noch mal etwas geändert wird? Ja, zwischendurch tut man schon etwas ändern, ja. Ja. Aber ist aufwendig, gell? Ja, gibt dann schon. Gibt schon ein bisschen Arbeit, ja. Da muss alles genau sein, ja? Genau. Also, da gibt es immer die bösen Überraschungen. Wir haben es so gedacht, wir machen wieder über ein ähnliches Gebäude, wie wir auch schon hatten. Hinten dran die Rampe mit dem Eingang. Innen dran die Bar. Da vorne nehmen wir ein Stück raus, dass wir hier die Führungsschiene aufziehen können. Mit der Kabine, wo wir nachher anhängen, mit einer Umlenkrolle und nachher hier die Seilwinde haben. Dass wir die Kabine könnt an der Führungsrolle aufziehen. Da innen eine Person könnt aufziehen und dann oben wieder aussteigen. Da hinten dran, links oder rechts, eine Leiter, die nachher runtergeht, wo es nachher hier wieder raus könnt. Das ist eigentlich. Für die ganz gut haben wir gesagt, wir machen oben da noch so eine Schneebar. Jetzt sollst du das Trinken nehmen und dann können sie verreisen. Die Idee ist noch mit dem Feuerwehrfenty, noch eine Schneekanone zu machen. Weißt du, wir müssen dann noch weiße Konfetti, wirklich noch weiße haben. Mhm. Weißt du, dann haben wir den Fenty für die Feuerwehr, können wir nicht.
Da könnten wir noch so eine Schneekanone bauen, dann irgendwas wäre. Da gibt es eine CC-Aktion. Ja, und wer hat die Konfetti? Hast du letztes Mal organisiert? Nein. Christian. Schreiben, wieder Sommer anlassen, dann haben wir es organisiert. Ja, das ist schön. Das Grundgestell, wärst du wieder gefragt. Das hast du ja letztes Jahr schon gemacht. Du könntest das wieder anklepfen. Dass wir, nachher, wir machen wieder ein Gerippe, wo wir nachher die Platten dran tackern können. Ja. Wie viele Platten sind es? Warum? Das ist ja gar kein Element. Kein Element mehr. Wie letztes Jahr? Nein, das ist ja kein Element mehr. Nein, aber dass man ganz lang machen kann. Nein. Wir haben gesagt, es ist einfacher. Also, wir haben gedacht, es ist einfacher, wenn wir das Gerüst haben und nachher die Platte vorzu herknallen. Ja, selbst schon, aber dass man Träume vorproduzieren kann. Gut, das ist ja Träume. Halt das Molen dann halt ein wieder das Problem. Das kannst du auch machen. Das ist kein Problem. Ja, es ist nicht mehr so ein Problem, es ist nicht mehr so kalt. Ja, gut, du. Ah, grüezi, Tonio. Und hier ist. Auch das mit den Platten. Super. Haben wir hier so einen, ich sage einen Einzug, dass wir auch mit der Kabine, wenn wir schräg aufgehen, Platz haben. Ich denke, halb Pendler. Ich organisiere noch wieder Bumser Bergschöpen. Jawohl, super. Machen wir noch einen halben Skifahrer, oder nicht? Ist das eine Idee? Ah, mit so Rennanzügen? Ja, nein, ich habe gedacht, ich nehme die Inline-Skates, dann haue einen Schlitz-Ski und mache irgendwie die Skates auf, eine kurze Ski. Und dann gehe ich mit den Skates und dann hat der Hobby wird auch dabei und so die, die Skate, die noch inline können, ein bisschen. Könnte ich schon, aber mit Kamil, schwierig. Ja, dann leist diese Kursrüstung. So, fertig haben wir's, gut, der Wagen steht. Kannst du wieder im Umzug noch einfügen? Nicht gerade ausdrucken. Meinst du auf dem 3-Rädchen? Ja, auf dem 3-Rädchen. Wenn du jetzt anfängst, ist er im 21 fertig, oder? Dann kommt alles mit, ja. Ich mit dir, ich sag, du hupfen vorne, du hupfen hier. Schön. Du machst hier eben. Ja, das willst du wie, ja. Lupfen sie einfach schön oben vorne. Weißt du, was du bleibst? Auf! Christi, hat es weh schon unter Ölflecken am Boden? Gehen wir raus jetzt. Ja. Achtung, heben. Wir müssen den Jeep wegstellen, nicht? Ja, gut. Nein, hey! Bleib grad. Ja. Wenn wir natürlich fertig würden, wäre es natürlich dann schon heimlässig, wenn die TV Rheinwelt an unsere Bar kommt, um ein bisschen die Stimmung mitzunehmen. Die Ambiance. Das ist schon klar. Das ist natürlich dann schon ein Erlebnis. Ja.
gleich schön, um den Karren zu holen, wie zum Verräumen. Aber das streng geht zum Lenken. Ja, der Stand ist streng. Darfst nicht streng, darfst nicht zu hart im Stand. Das kann auch die Lenkung kaputt gehen, oder? Ja. Während dem Umzug ist natürlich jedes Fahrzeug auch versichert, oder? Genau. Du musst natürlich das alles anmelden. Mit den Garagenummern oder und der Verkehrspolizei vorab die ganze Liste zuschicken. Ja. Ja, die schmäler Stelle von da vorne dann, ja. Aha. Und eben da Gang abschalten dann. Aha. So aus, als ob ich jenen angehängt habe. So rechts im Bild sind wir jetzt gerade. Unser Passachs-Depot. Hallo. Jetzt gehen wir Material aufladen. Aha, Material da. Hey, dort hinter dem Fahrersitz liegt ein Gummizug, ein blauer, gib mir den. Ein blauer Gummizug liegt hinter dem Fahrersitz. Das Rötli ab. Gut, hast du gesehen? Das bockt sich auf. Nein, kann ich nicht gesehen. War ein Schleifner nur noch. Lange nicht hinten sie falsch. Stützen aber, oder? Ja. Was ist jetzt genau passiert? Ja, wir haben so vier diese Holzstützen, wo wir den Karren können stabilisieren können, aber am Städtchen stehen am Schluss. Und da hat sich hier ein Trödli gelöst. Eine von den Stützen liegt unten.
müssen wir auch schauen, hier in der Welt. Ja. Da oben, wo irgendwo die Lichtung ist. Scheibenwischwasser auffüllen. Ja, Scheibenwischwasser. Das ist die Schatzkammer, hä? Jawohl, das ist für die Fasnachtsgesellschaft das Materialdepot. Da haben wir einen Haufen Bauerdecks, die wir dann günstigen können zukaufen und wo wir der Gruppe eigentlich gratis abgeben können. Und mit den Einnahmen vom Umzug können wir uns dann eigentlich wieder refinanzieren, um wieder neues Material zu kaufen. Und so geht das weiter. Und jetzt weisse Farbe. Das ist das Jubiläum von uns, Männerreigen. Wir haben ein 90-jähriges Jubiläum. Und das Gründungslokal war die Bierhalle. Und das ist ein Ausschnitt von der Bierhalle, die wir hier haben, plus die Bierhalle, die den Hauptwagen dann bildet. Und wir würden dann als Turner gehen. Schlussendlich der Wagen wird oben dran, gibt es noch ein Turnermotiv. Da gibt es irgendwie so Symbiose aus beiden zusammen. Du, verdammt Krampf, nicht? Gut, wir haben es immer glatt. Das ist das Wichtige. Ich weiss gar nicht, warum ich das Blöckli habe. Hast du nichts Blöckli oder klaust es, oder was? Gut, gut. Gut. Was haben wir nicht? 106. Was ist 6? 106. Ah. 100. Nicht mit 6. Nein, nicht mit 6. Nicht. Sind wir noch zu früh? 106, jawohl. Da geht es genau so her. Ja, musst. Sonst gehe ich heim. Also wegen 6, oder was? Nein, wegen 106. Wegen 106, nicht mit 6. So, wäre nicht gut. Ah, ich habe noch Frauen nicht heim. Ja. Und bei 107 wärst du daneben, he? Genau. Dann hören wir auf. Das sind ihr eigentlich Freunde, oder wieso zeigen die ihr so mit dem Meter auf der Hand? Wir sind die Besten. Hä? Genau. Was kommt Stefan, sonst kaputt. Ja, ha. Sonst wirst du noch rot. 106. Nein, da nicht. Heb noch mal dort. Da, 107. Ja. 107, 106, 107. Ja, halt. Pythagoras heisst er. Ja, was ist es jetzt? 106 oder 107? Ja. Und weg ist er. Ja. Platten sollen wir noch haben. Wir müssen Platten holen müssen. Und jetzt ist 106 oder 107? 106 und 107. Schlecht gearbeitet. Und einen Zentimeter verkackert haben wir das Ganze. Und jetzt ist alles im Eimer? Ja. Nein. Jetzt gehen wir einen Kaffee nicht. Ich schaue eben noch ein Ding, weißt du, die regionalen Sender durch. Bist du auch ein Grüner? Jawohl, wir sind alles Grüne da. Ja, wir haben auch ökologische Farben aus Pflanzen hergestellt. Hey. Genau. Das ist schon unglaublich. Und da kommt halt meistens ein Grün raus, darum haben wir so viel Grün. Ah, ich denke, das ist gegen Bier, hättest du schon gesagt. Das ist Chlorophyll. So gut. Wer ist jetzt schon wieder fertig? Hoi, das ist aber eine genaue Arbeit hier, hä? Ja. Für das, dass morgen früh ist, geht es immer noch tipptopp. Habt ihr auch Vorbilder, weißt, dass du es genau weißt? Das muss geil sein. Wir haben Fotos gemacht in der Bierhalle und haben das hier drauf projiziert. Respektive abpausen, Fotos abpausen, drauf projiziert.
und nachzeichnet und jetzt gehen wir ins Detail. Wahnsinnig. Dann bist du nicht TV jetzt, jetzt bist du Künstler, hä? Tun wir mal schauen, wenn wir fertig sind. Aber ist nicht interessant, gell? Das heißt, sehr interessant ist mal etwas ganz anderes, als was du im Berufsleben machen tust. Gell, ja. Ja. Das ist eben das Chlorophyll. Genau, jetzt gibt es da noch farbige Flaschen. Da. Aha. Weil das ist auch den Originalgetreu natürlich. Und die verschiedenen Schnapsfläschchen oben drin. Sehr schön, Schnaps. Ja, genau. Da das war sein letztes Wort. Du hebst jetzt beim 107, gell? Und er ist 106. Ja, gut, okay. Er ist der Chef. Ich muss immer aufpassen, nicht zu fest auf und los, sonst kommt es nicht oben. Ein kleiner Italiener. So, jetzt fahren wir zu dessen. Gut. Scheissplatten. Du siehst da den Chef, gell? Nein, er dort. Oh. Er dort. Aber er hat gesagt, du siehst nicht. Nein, das sagt jeder. Hast du den Pythagoras im Sack? Hammer. Wir haben eigentlich keinen. Weißt du, wenn wir so nur schneiden, haben wir den ganzen Platten kaputt, oder? Und den Pythagoras hast du im Sack? Du musst ihn abhauen. Ich muss. Wenn sie teilst, weißt du, können wir für den zweiten Teil. Ja, müssen wir eben sparen, weißt du, verstehst du? Der zweite Teil gibt ja nochmal den gleichen Ding. Ja. Wenn wir sie in der Mitte einmal abhauen, ja, fertig. Sehr wahrscheinlich, oder? Nicht? Ja, dann haben wir eben zwei, oder? Und zu der Kleine. 107, 106, oder? Das schneidest du in der Mitte. Wenn wir die Mitte abschneiden, dann können wir noch den Rest noch hinten brauchen, ja. Also 2,8, ja. Ja, das ist gut. Ja, genau. Alles Chefen, gell? Ja. Wir sind ein Team. Ein Team schafft miteinander. Ja, wir haben Chef gehabt. Ich bin lang gesehen, dann habe ich gesagt, dann gebe ich auf. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufteilen. Aber es kommt gut. Wir kennen uns schon lange, dann weiss man, wie man sich organisiert. Du kannst jetzt den Umminen. So sieht es aus. Was spielen? Das spielen. Genau. Das ist jetzt schon, oder? Ich muss ein bisschen kreativ werden. Ich muss mal überlegen, was wir noch. Kannst du kreativ werden? Oder musst du halt nach Vorbild, oder? Ja, nein, einfach da sind wir schon frei. Jetzt, wir müssen mehr Farbe reinbringen, weil das ist zu düster. Das muss, Fasnacht muss leben. Braucht Farbe, oder? Also wenn da nur irgendwie so schwarz und sättiges Molz kommt, nicht gehen. Und dort hinten meinst du, haben sie es im Griff dort mit dem Pythagoras? Ja, ja. Und der Zellone, ja. Ihr könnt gleich die Schule gehen. Ja. Also die Schule hat nicht so gut im Griff gehabt wie jetzt. Gell? Das lernen wir beim Wagenbau. So. Jetzt wird sie so Platz haben. Ja. Kommst du von dort aus? Ja, ja. Bist du am Weg Letzte Fasnacht, mit dem Wagen ausgehen, nach kurz vorher. Ah, ja. So. Oh. Wir wollten es starten, dann haben wir alles ausgemacht. Ja, ja. Das ist der letzte Fasnacht, wenn wir so. Das ist es. Ja. Du bist wieder fertig. Ich muss es so machen. Was ist das? Ja, ich weiß es nicht. Das ist nicht. Machen wir noch Brünner? Ja. Gut. Noch mehr Farbe. Ja. Lecker. Nein. Was heisst Brünner? Solarium oder was? Backsteinbraun. Ah. Dann was geht es denn da überhaupt? Um eine Backsteinmauer. Aha. Wo sollte die richtige Farbe haben? Ah. Ich habe gemeint, ihr wollt braun werden. Nein, im Winter schon nicht. Wir nehmen den Zahn, aber so ist es nicht. Wie machst du es, dass es noch etwas brüner wird? Brünen tun, gut rühren. Aha.
Wollt ihr einen Kaffee? Ich habe bewusst, es sind ganz speziell die meisten Gruppen gelten Frauen dabei. Ja. Ja. Darum sind wir im Turnverein, da sind auch die Frauen stark zum Bauen. Und schon lieber so was. Musst halt schauen, ob Rahm oder mehr Wasser oder so drin. Ist drin, meinst du? Ja, ja. Es ist schwer, nicht? Ja, eben, ja. Genau, dort. Super, danke. Bitte, bitte. Ich nehme dort. Nur die, was ich sagen. Gut. Freundlich, die Frau, hä? Die sind natürlich sehr freundlich. Gell? Ja, ja. Hast du einen Kübel gedreht und schon einen Kaffee Schnaps? Ja, ja. Nein, ohne Schnaps. Ja, komm jetzt. Ja, schwarz. Echt? Ja, ja. Ja. Komm, so gibst du mir jetzt sicher schon. Füll die Farbe hier. Ja, du, das Hobby, hä? Hobby? Also, ja. Das Hobby? Ja, ja. Also, ich bin farbt ziemlich. Gut, ne? Backstein. Du bist vorne. Noch ein bisschen hat's mit Blitz, die sagt so. Nein! Hey, ich glaube, voll, ich kann den Ausweis weg. Nein, im 30. Bist du sicher, welches die Kamera sagt? Im 30er hat es mich genommen. Im 30er? Ja, das ist scheiße. Ja, hey, hat's mich wieder aufgeregt? Ja. Ja. Und wo ist passiert? Das hat so geschnappt. Ja, das ist ein Druckstoff. Aha, Scheiße. Scheiße. Das ist voll da, gell? Das ist super, das ist nur das Lachen. Ja. Das Problem ist nur, wir tun ein bisschen fest zauern und dann können wir außen immer die Tasse machen. Also, wir dürfen nichts falsch machen. Da ist schon viel Farbe hinter dir, gell? Wie? Da ist schon viel Farbe hinter dir. Seht man? Blau, grün, weiss. Die Farbe, nein. Was meinst du? Nein, ist gut. Was meinen Sie alle? Was meinen Sie alle? Dass die Farbe gescheiter würde an Wagen, anstatt an Kleider. Ja, gut, okay. Wäre besser. Hast du doch auch das Pech, dass du eine weisse Jacke noch hast, gell? Schneemann. Schneemann, genau. Kommst du es wegen Malen oder wegen Gutzli, wegen Kaffee? Oder? Wegen allem. Wegen allem? Sicher. Aber vor allem wegen den Gutzli? Vor allem wegen den Weibern. Ah, okay. Und dass ich gefilmt würde mit Arbeiten. Gell? Aber du arbeitest ja nicht. Mal. Jetzt brauche ich eben gerade Hilfe, um die Dinge wegzutun. Und wir machen das. Das sieht gut aus. Und wir arbeiten eh wahrscheinlich noch. Nein, der Kunde hat einen großen Magen gehabt. Weißt du, immer ein bisschen schlecht und so. Nein, wirklich. Steck am Abend. Jetzt weißt du, 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 Ja, ja. Der Bank, so genau, auf der Bank tut man so Sachen planen. Aber du betonst es so, der Marco her, ist das einer, der ein Auto draufgeworfen hast, oder? Nein. Auch nicht? Nein. Das nicht? Ist nicht dein Video. Hey, hey. Haben wir recht? Aber du, das System her, das klappt hervorragend. Gell, das ist super. Ist eigentlich alles das System her? Oder? Alles. Alles gut. System her. Vieles. Und das ist einer von der Bank? Nein, der gehst, bist du schon unten filmen bei den anderen, bei den Männern. Was ist denn der? Der ist dort unten. Der hat den Zimmermann. Der kann dort unten abbauen. Das ist aber ein strammer Bursch, oder? Ja. Ja, ja. Ah, also gleich ein Auge drauf geworfen. Ja, ja, ich habe ein Auge drauf geworfen, ja. So, der lag so offen. Das ist echt noch schön. Das ist genial. Das ist jetzt ein TV oder von Lachs? Von Lachs. Aha. Der TV haben wir genug. Aber bist du mit den TV-Männern? Ja. Nein. Ja.
hat es nichts. Das sollte man die Finger davon schauen. Also, okay. Das Gleiche sagen Sie von euch. Ja, das ist vielleicht gescheiter. Kommt das auf den Wagen? Nein, weißt du, das ist wie eine Familie, das ist wie eine Inzucht. Das aha, geht ja, nicht. Genau. Ja, Inzucht hier oder her. 140er Wallenstatterwagen, der lässt sich sehen. Und die Frauen, ihr habt es gehört, sie sind gut drauf, sie sind mitteilsam. Ich glaube, bei dem TV arbeiten die Frauen und Männer über fast 60 Leute zusammen. Ja, das war jetzt unser erster Besuch am ersten Tag. Weiter bricht folgen jetzt dann die Reihe noch. Ich sage es nochmal, Wallenstatt ist wirklich das Wagenbau-Mekka. Und wie ihr festgestellt habt, die Leute sind gut drauf, sind engagiert. Es ist wirklich sehens- und eben auch hörenswert. Ja, weiter bricht in der nächsten Zeit.